CERN. Ich bin Gott und da gibt es keinen anderen. 5. April 2015. Worte von Jesus an Schwester Claire. Ich möchte, dass sich meine Braut mir nähert mit dem Vertrauen, dass sie völlig empfangen sein wird. Ich bin nicht irgendein großer und schrecklicher König, in dessen Gegenwart ihr hingerichtet werden könntet. Nein, für den Demütigen bin ich demütig, für den Zerbrechlichen bin ich ach so sanft, den Ängstlichen umfasse ich mit offenen Armen. Aber zu jenen, die wütend und grausam sind, bin ich heftig und jene, die verführen, fange ich in ihren eigenen Häusern. Und für jene, die boshaft sind, schwinge ich das eiserne Schwert. Auf diese Art beschütze ich meine Braut und gebe jedem seinem gerechten Verdienst. Ich habe hart und lange mit dieser Generation gearbeitet, um sie zur Buße und Umkehr zu bewegen. Selbst zu dieser Stunde habe ich ihnen die Wissenschaft meiner Schöpfung präsentiert, um sie zur Vernunft zu bringen. Und doch beharren sie in ihrem sturen Unglauben, ihre Karrieren zu befriedigen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und meiden den unausweichlichen Spott, der kommt mit dem Verkünden meines Namens. Und so sind wir hier an einem kritischen Augenblick in der Geschichte angelangt. Und ich muss mit jenen wetteifern, die vortäuschen wollen, Gott zu sein. Genauso wie Satan sich sehnte, den Thron zu besteigen. Sie haben sich danach gesehnt, mich zu übertreffen oder zumindest sich selbst gleichzustellen mit mir. Was soll ich sagen zu dieser sündhaften Generation, die mit den eigentlichen Bausteinen der Schöpfung spielt? Macht weiter, führt eure Tests durch, bis ihr all das zerstört, was ich erschaffen habe? Nein, ich werde es nach hinten losgehen lassen, über sie, denn zu ihnen sage ich, ich bin Gott. Und da gibt es keinen anderen. Kann ich nicht den Atem von eurem eigenen Körper zurückziehen, damit ihr zum Staub zurückkehrt? Aber nein, dies kommt ihnen nicht in den Sinn, denn sie sind geblendet in ihrem Ehrgeiz, der Welt zu beweisen, dass sie Götter sind. Ich werde dieses hinterhältige Verhalten nicht tolerieren, welches inspiriert ist durch keinen anderen als Satan selbst. Ich werde solche wie diese bestrafen und rügen, damit sie nicht den Boden zerstören, auf welchem sie stehen. Ich bin nicht ein Mann, der verspottet werden sollte, noch bin ich taub, blind und sprachlos, wie die Idole, die sie verehren. Nein, ich bin ihr Schöpfer. Findet Gefallen daran oder nicht, akzeptiert es oder nicht. Was sie versuchen zu tun, wird in einem der größten Desaster enden, welches die Erde jemals gesehen hat. Jeder soll zu seinem eigenen Wohnort in der Tiefe laufen, jedoch vergebens. Die Wasser werden sie ausfindig machen. Und sie werden nicht entkommen. Aber ihr, meine Braut, werdet mit mir sein im Himmel, und wir werden tanzen und feiern und die Wunder erkunden, die ich für euch erschaffen habe. Steht fest, meine Braut, ihr werdet die Herrlichkeit und Erlösung eures Gottes sehen. Habt keine Angst,
Vielmehr ruht in meiner Bestimmung für euch, denn ich bin gegangen und habe einen Ort für euch zubereitet, dass ihr auch sein werdet, wo ich bin, im Haus des Herrn, jedoch mit euren eigenen entzückenden Palästen, wo ihr fortfahren könnt, in eurer Liebe für mich zu wachsen, als Vorbereitung für eure Herrschaft hier auf Erden. Ruht deshalb und sorgt euch nicht, eure Erlösung ist nahe. Ich lade dich herzlich ein in die Familie der Herzbewohner von Jesus. Den Link findest du unterhalb des Videos oder rechts oben auf der Webseite. Der Name des Blogs ist Heaven Talk für Herzbewohner. Wir freuen uns auf dich. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, Jesus bittet uns, seine Liebesbotschaften auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wenn dein Herz auch bewegt ist von seinen Liebesbriefen und von seiner Bitte, danken wir dir in seinem Namen für die Mithilfe, seine Liebe und seine Liebesbotschaften den Menschen in deinem Umfeld näher zu bringen. Lasst uns seine Liebesbotschafter sein in dieser letzten Stunde, wo immer wir mit Menschen in Kontakt kommen. Die Liebe und der Segen unseres Herrn sei immer mit dir. In unserem Kanal findest du alle deutschen Botschaften, auch in Englisch, für den Rest der Welt. Lob und Preis unserem Gott und Erlöser, Jesus Christus, Yahushua HaMashiach. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe für dich.